Willkommen Leute zu einer neuen Episode von Ich bin Influencer. Was für eine Scheiße habe ich heute schon wieder gratis bekommen. Ich poste legit seit einem halben Jahr TikToks und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil jeden Tag ist wie Weihnachten, ich liebe Geschenke und du bekommst immer irgendwas gratis. Aber gestern war ich auf einem Event, auf einem Dorf-Event. Ich habe super viele Cremes und Duschgels und Shampoo, Duschgel, Bodymilk, richtig geil. Habe meinem Mitbewohner auch die ganzen Sachen von Men gegeben. Er hat sich richtig gefreut. Fast schon am meisten freue ich mich auf diesen YouTube heute, Leute, wie cool ist der? Dann durfte ich gestern für eine Koop gratis bei H&M shoppen. Ich habe mir dieses Home-Set hier auch unter anderem ausgewählt. Leute, ist voll geil. Und wenn man geil zu Hause aussieht, ist man auch viel produktiver. Kennt ihr das? So eine Tüte gab. Leute, seht ihr das? Das ist so flauschig, ich freue mich. Ich liebe so Spooky Season. Oktober ist mein Lieblingsmonat, Halloween kommt. Ich bin der glücklichste Mensch gerade. Dann habe ich noch diese Jeansjacke mir ausgesucht. Genau das gleiche Oberteil wie hier, nur in beige. In XS, Leute, it's giving Skims. Dann noch Schmuck, sehr süße Kette hier. Kreolen, weil ich meine ja sowieso immer verliere. Bei manchen Menschen sind es die Socken, bei mir sind es Kreolen. Diese Kette hier, auch sehr süß, einfach Goldschmuck. Nächste Jacke, Fall Vibes. Der ist auch sehr geil. Noch einer Jeansjacke. Und dann auch noch diesen Pulli. Und dann ist noch ein Paket für eine Koop angekommen, Leute. Und ich bin... Oh mein Gott, ich wollte mir das halt selber bestellen, weil ich so viel Gutes davon gehört habe. Von diesen Redken-Produkten. Und meine Haare sind so am Sterben. Deshalb freue ich mich richtig, die auszuprobieren. Das war's für heute. Meine ganzen Pakete werden normalerweise zu meiner Mutter geliefert, weil ich bis vor Mai noch bei ihr gewohnt habe und das noch nicht geändert habe. Aber es passt mir eigentlich ganz gut. Nur die Frau ist schon seit einem Monat in der Türkei und ich habe den Postfachschlüssel nicht. Deshalb freue ich mich auch, wenn sie zurückkommt und ich meine ganzen PA-Pakete auspacken kann. Das zeige ich euch auch dann, weil das ist wirklich insane, Leute. Einfach dafür, dass ich vor einem halben Jahr mich entschieden habe, aktiv hier auf dieser Plattform zu posten. Postet eure Entwürfe.